Hallo und herzlich willkommen zurück zur Let's Play Illusion of Time. Ja, ich war das letzte Mal hier stehen geblieben und ich kam absolut nicht weiter. Und es ist im Endeffekt eigentlich peinlich, weil es wirklich total simpel eigentlich ist. Man muss sich nur, ich brauchte Hilfe, ne? Diese Plattform hier anschauen und geht hier quasi runter. Und hat hier diese Plattform nochmal. Bloß, dass hier offen ist. So, wir müssen jetzt hier zumachen. Jetzt gucken wir mal. Theoretisch ist dann hier offen. Und das ist das ganze Geheimnis. Eigentlich simpel und traurig, aber ja, ich kam da nicht selber drauf, wirklich. So, jetzt gleich mal die hier platt gemacht. Eigentlich traurig, aber ja, gut. Manchmal kommt man auf die logischsten Dinge nicht. Jetzt haben wir hier auch frei. Jetzt können wir hier die noch beseitigen. So. Zack, jetzt haben wir mal eine höhere Verteidigung mit. Abwehr hat sich erhöht. So, jetzt müssen wir nochmal hier gucken. Wenn wir das hier quasi jetzt treffen, müsste das ja jetzt offen sein. So sieht's aus. So, und hier können wir uns erstmal heilen. Und werden uns gleich mal verwandeln. Wieder als der Junge, der wir waren. Okay, und schon geht unsere Reise direkt weiter. Ich schaue jetzt mal, es müsste ja eigentlich hier irgendwas erreichbar sein, wie das hier. So. Wir könnten quasi hier hin, aber da muss das Teil da unten zu sein. Wir gucken mal, ob wir hier hinkommen. Oh. Hier kommt man nicht lang. Das ist zu weit. So, jetzt muss ich mal gucken. Einmal hier oben lang. Uiuiuiui. Wir haben das ja jetzt so ein bisschen verändert. Jetzt muss ich mal gucken, ob sich hier drüben irgendwas geändert hat. Hier in dem Sinne nicht. Hier ist weiterhin noch zu. Ah, nee. Ist geblieben. Okay. Wenn wir jetzt hier zulassen, was ändert sich da? Eigentlich soweit jetzt hier erstmal nichts. Ich gucke nochmal, ob hier diese Teile jetzt. Na, so ein bisschen ein kleines Rätsel, vor das wir hier gestellt werden. Ich gucke jetzt nochmal, ob wir hier irgendwie was beachten müssen. So. Hier ist er jetzt überall zu. Hier kommen wir nicht mehr lang, weil wir das zugemacht haben. Okay. Machen wir das jetzt wieder auf.
indem wir das so machen. Weil hier unten ging es ja auch nicht lang. Okay. Jetzt müsste hier drüben quasi wieder zu sein. Toll. Moment mal, wir haben jetzt das hier drüben doch eigentlich offen. Also kommen wir ja hier drüber. So, hier ist jetzt zu. Da müssten wir jetzt hier rüber kommen. Hier ist auch zu. Jetzt gucken wir das mal weiter an. Die Teile sind jetzt auch trotzdem noch zu. Hier ist jetzt alles dicht quasi. Mist. Daran habe ich nicht gedacht, das hätten wir vorher machen müssen. So, dann machen wir das jetzt. Gucken erstmal, wo wir hier dann langkommen. So, hier könnten wir jetzt quasi nochmal runter. Bin ich auch gespannt hier. Hier ist zu. Ja. Haben wir gleich wieder ein paar Kugeln. So, hier haben wir jetzt auch zu. Die hier sind noch offen. Da haben wir einen Weg. Und hier. Hier ist dieses Viereck. Und da muss ich quasi jemand draufstellen. Was? Als du die Platte betrittst, ertönt ein seltsamer Laut. Aha. Das heißt, wir müssen den Typen da draufschieben. Okay. Ich gucke noch mal ganz kurz hier vorne die Leute, dass ich die noch platt machen kann. Au. Ja, los, mach's platt. Sehr gut. Den stellen wir dann da drauf. Ach, Mann. Okay. Stärke hat sich erhöht. Deswegen kill ich lieber alle Monster. Weil sich da immer irgendwo was verbürgen kann, was ich vielleicht noch nicht habe. Oh. Entschuldigung. Okay, jetzt schieben wir den hier drüber. So leicht müsste das gehen. Ja, ich hoffe, wir kriegen den ein bisschen ran. Ja, weil jetzt sind die Platten nämlich oben. Das heißt, sie müssten ja drüben dann unten sein. Quasi. Jetzt muss ich bloß wieder hier raus. Schauen wir mal. Also es ist ein wahres Labyrinth hier. So. Hier ist zu. Okay, jetzt hier runter. Schauen wir uns das Ganze mal an. Oh, wir haben es geschafft. Und wir haben die Perlen. Wir haben sie alle. Wir haben sie alle. Haha. Kristallkugel gefunden. Die allerletzte Kristallkugel. So, jetzt werden wir schnell uns erstmal heilen gehen. So, hier hoch. Also das war eigentlich wirklich eins der simplen Teile, bloß ich hab's nicht gesehen, ne?
Ich habe den Zusammenhang quasi nicht gesehen von der Plattform zu der anderen Plattform, zu der wir gesprungen sind. Wir speichern das Ganze jetzt schnell ab. Und dann kann es eigentlich schon losgehen. So, erstmal heilen. Speichern. Schon geht's weiter. Jetzt bin ich gespannt. So. Als erstes. Jawoll. Jawoll. Naja, gucken wir mal, was uns jetzt erwartet hier. Oh je. Oh. Alter Falter. Alter, Falter, macht der Schaden? Damage? Ich glaube, da brauchst du einen Ritter. Wartet mal. So, das machen wir jetzt nochmal. Damit es nicht heißt, er hätte die Kristallkugel nicht. So. Okay, und jetzt gehen wir einfach nochmal hier zurück. Ich hoffe, das ist der Richtige. Ja. Und ich speichere das am besten gleich mit ab. So, machen wir den erstmal platt. So. Wir verwandeln uns zurück in den Ritter. Genau. Und jetzt versuchen wir das gleiche noch einmal. Und ich denke mal, diesmal wird es von Erfolg geprägt sein. Weil der macht ja bei uns enormen Damage. Und da bin ich mit dem Ritter eigentlich auf der sicheren Seite. So. Gleich mal speichern. Okay. Gut, dann wollen wir mal. Alter, der macht auch bei dem Damage.
Uiuiuiui. Fernbleiben von dem. Jawohl. Fernbleiben von dem. Ah, fernbleiben von dem. Also. Ja, bleib ich so beseitigt. Eieieiei. Ach, Mann. So, und dann probieren wir es nochmal. So, ausweichen, immer ausweichen, immer ausweichen, immer ausweichen. Jawoll, 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 jawoll. Und jetzt? Hm, immer ausweichen, immer ausweichen, immer ausweichen. Jawoll. Drüber. So richtig provozieren. Jawoll. Ah, jetzt kriegen wir das denn. Jetzt haben wir es, jetzt haben wir es, jetzt haben wir es, jetzt haben wir es, jetzt haben wir es. Einmal noch! Hoch. Ah, hat mich getroffen. Verdammt. Rüber, 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 rüber. Ah, ja, ja, ja. Zampschen. Ich krieg den, ich krieg den. Ah! Du hast den mächtigen Dämon bezwungen. Sieh dort eine der Statuen. Wie hat er es gemacht? Also nicht offensiv, sondern eher flüchten. Leider haben wir jetzt ein Leben wieder verloren. Plötzlich ertönt aus dem Nichts eine vertraute Stimme. Es ist näher als Stimme. Will, du stürzt auf die Erde. Versuch dich am Flugzeug festzuhalten. Okay, hauen wir ab. Verdammt, ich habe ihn verfehlt. Du hast was? Damit ist Wills Schicksal besiegelt. Noch ist eine gewisse Strecke bis zum Boden. Versuch's nochmal. Ich versuche es. Ich muss ihn kriegen. Los! Ja. Das war verdammt knapp. Mir ist schlecht. Meine Nerven. Ruhe jetzt. Will ist schließlich gerettet. Nea, du bist ein Genie. Diese Erfindung hat Wills Leben gerettet. Noch können wir abstürzen. Lasst uns die nächsten Ruinen ansteuern. Nach den Steinen des Sternenbildes heißt unser nächstes Ziel Mu. Auf zum Ozean! Mu liegt irgendwo im Ozean. Im Ozean, naja, gut, kann man mal machen, ne? Und so fliegen die Freunde nach Mu. Mit dem Ozean. Ah, herrlich. Und jetzt passierte das, was er sagte. Sie stürzen ab. Aber alle am Fallschirm. Will komischerweise auch, der die ganze Zeit auf den Flugzeugträgern war. Wir kamen gerade noch rechtzeitig aus dem Flugzeug. Nea ist ein genialer Erfinder. Durch seine Schöpfungen scheint immer etwas zu fehlen. Naja, perfekt ist schließlich niemand. Auch Nea nicht. Plötzlich findest du dich in einer riesigen Palasthalle wieder. Das letzte, an das ich mich erinnere, ist meine Wasserlandung. Wo sind die anderen? Ja, und wie es hier dann weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Ich freue mich auf jeden Fall auf euch und sag schon mal bis dahin,
euer Paddy und ciao.